Ja, also für mich war es ja natürlich das erste Derby und war eine super Stimmung und hier zu feiern ist natürlich ein besonderes Gefühl. Für die Fans, glaube ich, heute war Wahnsinn. 2-0. Wir gewinnen 2-0 in Osnabrück, glaube ich, super gespielt. Erste Halbzeit, glaube ich, super Fußball gespielt. Zweite Halbzeit, wir waren ein bisschen, Osnabrück hat uns Druck gemacht, aber erste Halbzeit super gespielt, zweite Halbzeit kämpferisch sehr gut. Und ich glaube, es ist ein super Sieg. Also ich habe nur gesehen, dass der Torwart von Osnabrück rausgekommen ist. Habe gesehen, dass der Ball frei war, bin losgelaufen. Habe gesehen, dass nur noch ein Abwehrspieler von Osnabrück da war. Habe hinter mir einen Atem gehört, dass ein Spieler hinterhergerannt ist. Das hat mich immer umgedreht. War an dem Torwart vorbei, an dem Spieler vorbei, der am Tor stand. Aber auch an dem Tor selber war ich vorbei. Von daher... Ja, für mich persönlich war es natürlich ja, bitter, dass ich das Tor nicht gemacht habe. Wir hätten viel, viel früher den Sack zumachen müssen. Ja, was heißt beschreiben? Also ich weiß nicht, ob das ein Freistoß oder ein langer Ball war. Der Daniel Maso fängt ihn ab, wirft schnell ab. Und ich habe mir dann nur gedacht, der Torwart ist nicht drin. Ich probiere es einfach. Und dass der so reingeht, ist natürlich umso schöner. Das war mir nach dem 2-0 klar, muss ich ganz ehrlich sagen. Da waren so viele Standards nachher dabei, wo die mit allen Mann und Maus nach vorne kommen. Die waren auch nicht gerade klein und immer blöde Situationen, wo du nicht wusstest, wie viel Mann kannst du in die Mauer stellen, weil drin halt alles steht. Deswegen war das Ding immer noch in Gefahr bis zum 2-0. Ja, es ist sind gemischte Gefühle dabei, muss ich sagen, weil wir mit dem Verlust von Dominik Schmidt natürlich mussten wir... Ja, ihn ersetzen erstmal. Und das tut mir so leid, dass er heute sich so verletzt hat. Das ist nicht gut für uns. Und natürlich bin ich enttäuscht deswegen. Gleichzeitig bin ich glücklich darüber, dass wir so ein schweres Spiel gegen Osnabrück hier für uns entschieden haben. Ein Derby ist ein Derby. Ich glaube, jede Mannschaft kann jede Mannschaft schlagen. Wir auch. Wir haben schon das gezeigt. Mit super Fußball gespielt. Und jetzt 2 Tage ruhiger und dann ab Dienstag geht's weiter und konzentriert für die nächste Derby. Ja, natürlich freue ich mich, natürlich bin ich geil. Natürlich ist es ein geiler Sieg. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid und ich bin voll Adrenalin. Ich glaube, ihr auch. Ich hoffe, ihr habt eine geile Heimfahrt. Wir haben sie, wir haben ein paar Kisten im Bier und wir feiern den Sieg mit euch. Ciao. Alles klar, Benni.